Look out, here she comes. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum fünften Teil meiner One Week With Me. Es ist bald auch schon zu Ende. Maddox dreht sich hier ganz elegant im Kreis vor mir. Genau. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, heute ist Donnerstag. Maddox guckt da ganz spannend hin. Als kleine Info möchte ich noch sagen, dass ich in der nächsten Woche auf Klassenfahrt bin, also leider kein Video für euch drehen kann, aber dafür fleißig auf Instagram ganz interessante Themen behandeln werde in meinen Posts jeden Tag. Also könnt ihr da in der Woche einfach mal gerne vorbeischauen. Ja, wir müssen uns etwas beeilen, weil die Tierärztin gleich kommt. Da wird Maddox' Wunde noch einmal gelasert, damit die auch ordentlich zuheilt. Es ist jetzt schon eigentlich komplett zu, aber eben mit ganz dünnem Gewebe und deshalb lasern wir das jetzt noch einmal, damit das auch bald ordentlich zu ist. Because she won't be mine, I listen when she talks, I watch her when she walks, she's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. Pepe und Muffin zusammen freilaufen lassen. Ich glaube, die erste Pepe, du musst zu Muffin gehen und nicht zu mir. So. Mal schauen, was das so wird. Wir treiben jetzt mal Muffin an. Und dann Rufchen. Who got lost inside the blue of those eyes? I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Aber gut. Ich würde euch noch etwas zur Maddox-Behandlung sagen. Genau, die Wunde wurde jetzt zum dritten Mal gelasert. Das hat auch bei den ersten zwei Malen auch sehr gut geholfen. Muffin. Hat auch sehr gut geholfen, genau. Und jetzt müssen wir nur noch heute und morgen wahrscheinlich einen Verband drum machen und dann nicht mehr.
und auch keine Salbe mehr, sondern eventuell die Louis Widmer Augencreme. Hört sich komisch an, ist aber so. Das soll wohl eine ganz tolle Narbenheilsalbe sein, also zur Narbenpflege. Benutzen auch Menschen für die Narben, also kann nicht so schlecht sein. Hat uns die Tierärztin gerade empfohlen. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren und ich werde euch mal darüber berichten, ob das funktioniert. Aber jetzt gibt's erstmal Futter. Da wir ja nicht nur Pferde hier auf der Wiese haben, muss das damit natürlich auch mal Futter kriegen. Da kommt die Truppe auch schon. Hallöchen! Da kommen sie angeflitzt. Pferde interessiert es überhaupt gar nicht. Morgen! Was machst du hier für einen Galopp? Hier kommt doch! Ja! Also, falls ihr euch dafür interessiert, wie das hier mit Dumbled und Pferden klappt, dann kann ich ja gerne mal ein Video drüber drehen. Die Pferde dürfen halt den Mais hier nicht rippen. Das ist doch so wichtig. Weil da kommen die nämlich nicht frei. Deshalb füttern wir meistens Dumbled, wenn die Pferde auch am Pferd gehen. Dass sie gar keine Chance haben, dann danach an das Mais zu kommen.